Freunde, herzlich willkommen in meiner Sendung Datar von Taha. Mein Thema heute ist, woran erkenne ich das richtige Haarteil für mich? Okay? Ihr wisst, meine Frau hat das gelernt. Dementsprechend konnte sie das natürlich für mich auch alles arrangieren. Nun ist es so, muss ich mich mit dem Thema selber befassen. Also spreche ich jetzt hier aus eigener Erfahrung, wie ich das mache. Okay? Dazu gehören einige Faktoren oder spielen einige Faktoren eine ganz, ganz große Rolle. Was ihr dazu braucht, ist ein Stift und ein Notizblock, mehr nicht. Und eure Gedanken müsst ihr euch sammeln. Ich nenne euch einige Faktoren und ihr guckt, ob es auf euch zutrifft oder nicht. Oder ihr habt ja auch die Gelegenheit, darüber nachzudenken. Lange Rede, kurzer Sinn. Erste Frage ist, betreibt ihr sehr viel Sport? Oder eher nicht oder gar nicht. Könnt ihr euch selber dann beantworten mit Ja oder Nein. Wie stark ist euer Schweißfluss? Auf dem Kopf. Wir reden nicht vom Körper, sondern nur vom Kopf. Das heißt, schwitzt ihr auch, wenn ihr keinen Sport betreibt oder wenn ihr nicht hart arbeitet? Ist euer Schweißfluss sehr aggressiv oder nicht? Wie sensibel ist eure Haut? Reagiert es auf bestimmte Produkte? Falls ihr zum Beispiel eine Glatze habt und ihr euch die Kopfhaut rasiert, entstehen da leichte Pickelchen? Weiß ich nicht, das könnt ihr nur wissen. Unruhiger Schlaf? Wälzt ihr euch in der Nacht sehr viel oder habt ihr einen erholsamen Schlaf? Die Haarfarbe? Habt ihr schwarze Haarfarbe, dunkelbraun, braun? Das könnt ihr nur ermitteln, indem ihr zu einem vielleicht Friseur eures Vertrauens geht oder euch eine Farbpalette holt oder ihr fragt in irgendeinem Drogeriegeschäft. Denkt drüber nach. Natürlich wichtig ist auch, habt ihr Grauanteile in den Haaren? Müsste man das dann auch irgendwie mit ermitteln, wie hoch ist euer Prozentsatz der Grauanteil eurer Haare. So, jetzt habe ich das Passende. Die Haarstruktur. Glatt, lockig, sehr stark, also sehr dick, dünn. Okay? Und jetzt kommt der schöne Aspekt. Ja, Frisur, darauf, worauf wir uns alle freuen, die sich ein Haarteil wünschen. Okay? Inspiriert euch im Internet. Macht euch mal ein bisschen Gedanken drüber. Wenn ich jetzt gerade so drüber rede, muss ich an mich selber denken. Hammergefühl. Guckt mal im Internet, sucht euch mal eine Frisur raus, fragt eure Freunde, fragt eure Familie. Falls ihr mit denen drüber reden wollt oder es soll nur eine Überraschung sein, ne, dann braucht ihr eben nicht mit denen zu reden. Lasst euch da so ein bisschen inspirieren. Ich sage euch, das macht wahnsinnig Spaß. Das ist eine total tolle Sache. Wollt ihr Nässe und Wind spüren? Falls ihr Surfer seid und ihr seid gerne im Wasser, spürt ihr das gerne? Spürt ihr das Wind? Spürt ihr die Umgebung um euch im Urlaub? Macht euch mal über diese Sachen so ein bisschen Gedanken. Es macht Spaß, das könnt ihr mir glauben. Warum es kurz gesagt hinten bunt ist, hat einen Hintergrund. Viele von euch, die mir mal geschrieben haben, sagen, ich habe so ein bisschen Angst vor einem Haarteil, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, was ich verstehen kann. Ihr braucht es nicht. So ein Fifi beißt nicht, es tut nicht weh. Es ist eine sehr, sehr schöne Sache, es vermittelt sehr, sehr viel Freude und ich will euch mit ein bisschen kunterbunten Deko euch vermitteln, dass es eine erfreuliche Sache ist. Und darüber könnt ihr euch mit gutem Gewissen freuen. Liebe Leute, nächste Woche mein Thema wird sein, die passenden Haarprodukte zu meinem Haarteil. Warum ich nicht nächste Woche direkt auf ein Haarteil eingehen möchte, wie ihr euch das bestellen könnt, hat folgenden Hintergrund. Einige von euch bestellen vielleicht ihre Produkte von Amazon. Oder bestellen oder gehen zu einem Friseurbedarfsgeschäft oder suchen nach einem günstigeren Preis. Das braucht seine Zeit. Deshalb gebe ich euch immer eine Woche Zeit, um dann zu recherchieren, wo ich was herkriegen kann. Okay? Mit anderen Worten, dann sind die Produkte da. Und wenn wir dann euer Haarteil bestellen, dann könnt ihr gleich loslegen in euer neues, wunderschönes Leben. Okay? Wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, meine E-Mail-Adresse ist unten. Da könnt ihr gerne mal eine Frage stellen. Ihr könnt euch auch gerne mit mir austauschen über eure Erfahrungen, falls einige von euch auch schon bereits Erfahrungen haben mit einem Haarteil.
Auch gar kein Problem. Ich bin für alle Fragen offen. Ich bin auch für Kommentare natürlich sehr offen und auch für Kritik. Punkt Nö bin ich ebenfalls offen, denn Kritik ist nicht immer gleich negativ. Aus Kritik kann man auch lernen, okay? Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gibt. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mein Video weiterleiten könntet. Auch gerne, wenn ihr möchtet, abonniert. Ihr könnt auch gerne auf die Glocke drücken, dann erhält ihr immer auch von mir regelmäßig meine aktuellen Videos. Okay. Liebe Freunde, bis nächste Woche Sonntag wünsche ich euch wunderschöne Tage, wunderschönes Wochenende, bleibt gesund, denkt dran, pflegt eure Haare und ich freue mich auf euch. Euer Ihab.